Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no. Can't cut me. Check, check, check. Micro check. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Wir checken gerade die Schwangerschafts-App und es gibt heute wieder ganz viel zu erzählen, ne? Ja. Hi. Hi. Wartet mal. Der Kaffee. Prost. Prost. Kurz zum, zur heute? Inhaltsangabe des Videos. Einleitung, Hauptteil, hier Spannungskurve und so. Schwangerschaftswoche 21 mit Zwillingen, was eigentlich 22 wäre, dazu gleich. Mhm. Pränataldiagnostik. Wir messen den Bauch. Ich finde, der ist explodiert. Optisch jedenfalls. Mal gucken. Und wir reden so ein bisschen über, was braucht man eigentlich so? Was braucht man eigentlich nicht so? Wie geht's? Gut! Ja, mir geht's richtig gut. Ich bin richtig froh. Nein, ich war ganz frisch gestern bei der Pränataldiagnostik und das war perfekt. Das war ein Traum. Wer das nicht kennt, das macht man ja, genau. Bei Zwillingen und bei Risikoschwangerschaften. Genau. Oder also so ein richtiges, so ein richtiges Fein-Screening, wo du nochmal viel krasser in Krankenhäusern ist das auch meistens. Genau, ja, das ist, also es gibt auch Arztpraxen, die das machen können, aber ich habe mir jetzt das Krankenhaus ausgesucht, wo ich auch gerne die beiden entbinden möchte. Und es war richtig toll, weil ich war jetzt halt zum ersten Mal da und ich habe auch so ein bisschen den Kreißsaal gesehen von, also nicht richtig den Kreißsaal, aber da, wo ich dann reinlaufen würde. Die Station halt natürlich und ich muss dazu sagen, es gibt ja ganz, ganz viele Zusatzuntersuchungen, die man so machen kann. Mir fällt jetzt nur der Harmony-Test zum Beispiel ein und alles Mögliche, was so zusätzlich ist. Das hätte ich alles nicht gemacht, weil es ja auch erstmal keinen Indikator dafür gab und ne, also so. Ich habe das auch bei meiner ersten Schwangerschaft nicht gemacht. Ja, genau. Und jetzt ist es aber so, dass meine Ärztin direkt am Anfang gesagt hat, dass sie das gerne immer macht, weil einfach die Geräte da besser sind und bei Zwillingen, dass man nochmal sich jeden Zwilling ganz genau anguckt und das kann auch nicht schaden und da war ich natürlich auch direkt für, dass man das, auch wenn es keinen Indikator gibt, dass man das macht. Also, dass ich das mache. Und da war ich gestern und es war richtig schön und richtig spannend. Und ich war auch zum Glück total entspannt vorher und habe mir auch zum Glück keine Sorgen gemacht. Und die wurden auch zum Glück bestätigt, die Nicht-Sorgen. Und ja, wir haben ja, glaube ich, im letzten Update schon so ein bisschen über die Größe gesprochen. Jetzt ist es so, dass ich, wovon ich auch total begeistert bin, dass der Arzt gesagt hat, dass die Babys ein bisschen kleiner sind als die, also für die Woche, in der ich bin, also für die 22. Und im Endeffekt aber nicht gesagt hat, die sind ein bisschen klein und da müssen wir mal gucken oder so, sondern gesagt hat, was ich auch voll vom Gefühl her direkt dann auch mit ihm besprochen habe, dass man den ET einfach zurückrechnet, weil so war es auch am Anfang. Also ich war auch, was die, also die App sagt, ich bin eine Woche zurück. Die Ärztin hat dann am Anfang gesagt, es hört sich jetzt alles so kompliziert an. Nee, ich glaube, das versteht man. Aber die Ärztin hat gesagt, nee, du bist schon weiter. Genau, also die Ärztin. Und das hat aber nicht mit deiner Rechnung gepasst eigentlich. Genau. Und er hat das jetzt bestätigt. Genau. Ich habe dann gesagt, okay, also die App, da vertraue ich eigentlich, weil da ist ja ein Rechner drin. Und du weißt es ja, glaube ich. Ich weiß ganz genau den Befruchtungstag, da könnte ich, Geschlechtspartner, könnte ich, glaube ich, sagen, weil man weiß ja, wann der Eisprung und wenn man dann, ne, also ja. Eigentlich weiß ich den Tag genau und, oder die zwei Tage, wo es sein kann und dann ist es ziemlich sicher gewesen von der App her. Und der Ärztin habe ich dann aber natürlich auch nicht widersprochen, weil ich da sowieso ein absoluter Vollhorst drin bin, so diese Sachen auszurechnen und immer durcheinander komme. Und jetzt war ich aber richtig froh, dass der Arzt gesagt hat, nein, wir machen das jetzt, wir rechnen jetzt den ET zurück, also nach hinten, weil die sind absolut beide, alle Organe top, sieht alles perfekt aus und die Größe und das Gewicht und alles ist gut. Dass ich jetzt irgendwie keine Riesenbabys kriege, das ist, sagt er auch, ne, es kommt ja auch auf den auf die Anatomie der Frau an und wir sind Hobbits. Ja. Und deine Tochter übertreibt es komplett. Die hat bestätigt. Also die ist jetzt fast eins und jeder, der die sieht, denkt, die ist
ein halbes Jahr und denkt, was kann die schon alles? Die ist so klein. Das ist so krass. Ne? So, ja. Also wir waren gestern noch, wir sind ja fast immer im Schwimmbad, und wir waren gestern noch im Schwimmbad, die hat ja ihren eigenen Schwimmring, wo die total Spaß drin hat und immer da drin rumläuft und so im Babybecken schon. Und der Daniel ist mit der gerutscht, so eine halboffene Röhrenrutsche, die eigentlich auch ein bisschen abgeht. Und er hatte die aber in dem Ring drin und die hatte voll Spaß. Und dann hatte die natürlich am Ende so hochgehalten und alle Leute haben immer so geguckt, erstmal so, und dann voll gegrinst. Und der kam immer aus der Rutsche und hat gesagt, boah, ich glaube, die Leute denken, ich rutsche hier mit einem Neugeborenen oder so. Also kannst du jetzt sagen, 21. Schwangerschaftswoche, wie schwer die ungefähr sind? Ja, also die sind beide, also die sind 344 und 317 Gramm schwer. Mhm. Und ich denke immer sofort an ein Stück Butter. Und dann kann ich mir das so krass, ungefähr vorstellen, wenn ich mit in Butter rechne oder in einem Liter Milch, dann kann ich mir ungefähr so Gewicht und Größe vorstellen. Ja. Wenn man diese Ultraschallbilder sieht und dieses Ausführliche, es ist einfach so krass schön und die Qualität ist so krass, dass man denkt, also wenn ich jetzt einen Luftballon, also wenn ich jetzt meine Tochter in einen Luftballon packen würde und den schallen würde, so sah das für mich aus. Es sah komplett aus wie meine Tochter. Es war richtig romantisch einfach. Boah, ich kenne das Gefühl. Ich habe das auch. Ich habe auch immer sofort Ähnlichkeiten gesehen. Ja, das ist so krass. Ja. Und mal gucken, wie es kommt. Aber eins der beiden Babys sieht auf jeden Fall aus meiner Sicht jetzt im Ultraschall der Rosi ähnlicher. 60 cm. Es ist eigentlich so, es ist eigentlich schon groß, ne? Ja. Kannst du mal kurz, das finde ich richtig spannend, wie du das mir gesagt hast, warum du dich eigentlich gefreut hast, dass er den Termin zurück... Ja. Oder du hast jetzt einen späteren ET. Warum dich das gefreut hat, das finde ich sehr schlau. Ich finde das richtig, ich finde das richtig, richtig schön, weil... Ich weiß, also das ist in dem Krankenhaus, was ich mir jetzt ausgesucht habe, zum Glück, wenn sich das dann auch wirklich so bewahrheitet, nicht so. Aber ich habe gehört von vielen Kliniken, die ich dann auch schon sowieso kategorisch ausgeschlossen habe für meine Geburt, dass viele die Zwillinge nicht bis zum Ende austragen wollen und provisorisch sagen, wir leiten auf jeden Fall 2 Wochen vorher ein oder wir gucken nach dem Gewicht. Und ich weiß auch, dass es bestimmt irgendwie sowas kommen wird und ich da bestimmt auch noch ein bisschen was aushalten muss. Aber viele leiten ja generell schon aus meiner Sicht zu früh einfach ein, ohne dass es jetzt irgendwelche krassen Gründe gibt oder Gründe, die ich nicht verstehen kann. Vielleicht bin ich auch ein bisschen blöd, was das angeht. Aber ja, man sieht auch immer viele, durch Instagram hat man ja da viel auch so Einblick in Menschen, die man eigentlich gar nicht kennt, die auch sagen, okay, eine Zwillingsschwangerschaft ist am Ende dann doch schon viel anstrengender und viel schlimmer und ich habe so Schmerzen und Rücken und ich kann nichts mehr machen, dass die Frauen das nicht mehr aushalten. Also ich kann mich vielleicht ein bisschen reinversetzen, weil ich ja mit meinem zweiten Kind 2 Wochen übertragen habe, im Hochsommer bei 34 Grad. Ich kann mich ein bisschen da reinversetzen, aber ich kann es mir bei dir nicht so vorstellen. Ich akzeptiere jede Entscheidung und ich will niemals jemanden damit auf den Schlips treten. Und ich finde, ich kann mich auch gar nicht in die Situation reinversetzen. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auf jeden Fall einen geplanten Kaiserschnitt, weil dann habe ich das Datum, dann weiß ich genau, was passiert, dann habe ich die Sicherheit. Absolut okay. Mhm. Das soll jeder machen, wie er will, aber für mich ist sowas überhaupt nichts. Und ich möchte die Babys so lange, wie es geht, in meinem Bauch haben, egal wie ich mich fühle. Ich weiß genau, es kann alles kommen. Es kann mir total scheiße gehen in den letzten Monaten. Mhm. Ich wäre aber wahrscheinlich trotzdem so stur und würde sagen, niemals leite ich jetzt ein, wenn es den Babys gut geht. Genau. Der Arzt von sich aus gesagt hat, wir machen den ET jetzt so, wie es dem Wachstum der Babys entspricht, später, weil sowieso schon so viele so nervös werden, umso näher es Richtung ET geht. Und wenn, jetzt stellt euch mal vor, wir hätten den nicht geändert und die Babys wären eigentlich auch noch eine Woche früher und dann sagt auch noch irgendein Krankenhaus, wir leiten 2 Wochen vorher ein, dann sind die schon 3 Wochen früher und es gibt eigentlich vielleicht gar nicht so den Grund dafür, jeder nur Tag zählt. Zwei sind und deswegen habe ich mich richtig gefreut. Für die, die sich jetzt fragen, ich würde den genauen ET nie verraten. Das habe ich auch nicht gemacht, aber es wird so September, Oktober sein, genau. Ne? Kann man so sagen. Ja. Für alle, die sich jetzt fragen. Und dann würde ich gerne... Kann man ja auch ausrechnen, wenn man schlau ist, ne? Nee. Ach nee, kann man nicht. Nee, kann man nicht, weil wir nicht... Das Video kommt ja irgendwann. Ja, genau. Ja. Und nee, da bin ich auch... Also es hat auch nichts mit...
Wie bei der Samira gerade. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Samira und Serkan. Wir gucken ja gern Trash-TV und die sind gerade, woher sind die? Von Bachelor in Paradise oder so haben die sich kennengelernt. Mhm. Die ist schwanger oder wahrscheinlich, also jetzt, wo das Video rauskommt, ist sie bestimmt nicht mehr schwanger. Aber die hat jetzt irgendwann gesagt, die ist über ein ET, glaube ich, und hat dann jetzt gesagt, sie lädt jetzt nichts mehr hoch, sie ist nicht mehr auf Instagram aktiv, weil sie hat einen Screenshot von ihrem Postfach gepostet. Mhm. Wirklich alle 2 Minuten kam eine Nachricht, oh, du hast schon so lange nichts mehr gepostet, bestimmt ist die Kleine da, bestimmt bist du in den Wehen. Das war, ich hatte Gänsehaut bei diesem Screenshot, das war furchtbar. Also da muss man wirklich ganz, ganz sensibel sein und den Leuten nicht auf den Sack gehen. Grenzüberschreiten. Mhm. Weil selbst wenn man sich, selbst ich habe mich bis zum Ende so wohl gefühlt und ich war perfekt zum ET, kam mein Baby. Ich war keine einzige Sekunde drüber und trotzdem weiß ich, kann ich mir vorstellen, wie das ist. Und ich habe ja nie, also ich bin ja gar nicht so aktiv auf Instagram, also so krass wie sie jetzt, ne? Und trotzdem haben mir Leute geschrieben, oh, bestimmt ist deine Maus jetzt schon da oder so. Auch privat, so, ey, es hat gar nichts mit Instagram zu tun. Als ich bei meinem zweiten Kind so übertragen habe, es ging mir so schlecht. Ich hätte jeden, der mich gefragt hat, der mir eine WhatsApp geschrieben hat, und ist die Kleine endlich da? Ich hätte am liebsten aus dem Handy so einen Boxhandschuh, so. Ja. Man ist selber so mit sich beschäftigt und kehrt so kurz vor der Geburt auch in so einen Kokon, finde ich immer so. Mhm. Und das kann man dann nicht gebrauchen, deswegen finde ich es immer cool. Und auch diese Fragen, und was macht die Kleine oder was macht das Baby, was glaubst du, ja, was willst du denn sagen? Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf kamen. Keine Ahnung. Ach so, wegen dem ET und so. Ja. Ja, aber ich finde, das ist auch einfach so eine Sache, auch wenn wir jetzt hier gerade voll viel teilen und ich auch finde, dass das schon krasse private Sachen sind, ne, finde ich, gibt es so Sachen, die... sind einfach, es gibt halt auch Grenzen. So, ja. Ne? Manche können das auch nicht verstehen, auch bei mir, du erzählst das und das, aber das und das nicht. Ja. Für jeden ist was anderes privat. Ja, so, ne? Ich kann über meine Geburten hier sprechen, über meine Brüste, über mein Genitalbereich, über alles. Ja. Aber ich würde nicht zum Beispiel jetzt das Bett von meinem Kind zeigen oder so. Ne? Das können viele nicht verstehen. Ja. Aber ist so. Aber wir kommen schon wieder auf 1000 Dinge. Ja. Wir messen mal deinen Bauchumfang und vielleicht kannst du dabei mal überlegen, während ich messe, hast du eigentlich irgendwelche Beschwerden im Moment? Weil du bist jetzt gerade auch nicht mehr so müde und so, oder? Ja, das ist der Bauch. Hallo. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie viel wir letztes Mal gemessen haben. Ich muss echt 97. Ah, gut. Hast du irgendwelche Beschwerden? Nein. Gar nicht. Du bist auch nicht mehr müde. Du hast jetzt gerade dieses Mittelding. Du hast Nestbautrieb, ne? Wo bin ich denn hier noch so? Sind wir hier schön an der dicksten Stelle? Ja, genau. Ich habe richtig krassen Nestbautrieb. Ich habe auch so Energieschübe. Aber ich habe den, also auch so körperliche Energieschübe. Wobei ich aber mehr... Was denn? 1 Zentimeter nur. Sieht für mich aus, als wäre es richtig heftig. An jeder Stelle? Ja. Meter in 2 Wochen. Ja, 98,5. Also 1,5 Zentimeter. Aber das ist schon viel für... Ich wollte noch so ein bisschen so überlegen, was braucht man nicht, weil wir haben euch ja im letzten oder vorletzten Video gezeigt, dass du jetzt ein Geschwisterbuggy hast von Twist Shake. Twist Shake ist übrigens eine Marke aus Schweden, was viele nicht wissen. Und deswegen haben die auch so ein schönes Design. Und da ist im Moment, guckt mal, fast alles auf 50% reduziert. Also von Fläschchen über Teller. Es gibt ja hier diese Klickmatten, die sich nicht vom Tisch so leicht lösen lassen, dass die Kinder die Schüsselchen nicht runterwerfen. Es gibt Schnuller, Besteck. Diese Badewanne, die hatten wir auch. Das ist eine ganz besondere Babybadewanne, weil die könnt ihr zusammendrücken und dann ist die nur noch ganz platt und passt so unter jedes Bett oder zwischen Wand und Schrank. Das ist der Buggy, den wir haben, den meine Schwester dann jetzt als Twin Buggy hat. Und mit meinem Code könnt ihr
auf die 50% nochmal 20% draufsparen. Und das gilt tatsächlich auch auf die Buggies, auf alles. Guckt mal bitte auch, wie schön diese Hochstühle hier sind. Und den hier habe ich zum Beispiel gar nicht gehabt. Über den kann ich nichts sagen, über den Baby Food Maker. Hier ist der Buggy auch nochmal. Also die haben so, so tolle Sachen und ich habe ganz, ganz viel immer für meine Babys von denen benutzt. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Also eine schöne Überraschung, aber was ich vorher alles überlegt habe zu kaufen und so. Ja, haben auch dann viele in den Kommentaren geschrieben, eigentlich bräuchtest du ja einen Drillingswagen, weil die Kleine ist ja dann auch erst anderthalb, noch nicht mal. Und wir haben uns so dumm und dusselig informiert und geguckt und Drillingswagen... Klar, wenn man Drillinge bekommt, bleibt einem nichts anderes übrig, würde ich sagen. Ja. Aber für die kurze Zeit und es gibt einfach nicht so tolle, die sind super unpraktisch, ultra teuer. Also diese dicken Dreier-BMWs, wollte ich jetzt sagen, also diese Dreier-Mopeds, habe ich ganz am Anfang gedacht, will ich haben, aber das war schnell raus. Das hat mich auch total gestresst, weil ich möchte nicht diese zwei dicken Babywannen und... dieses große Gestell und so, das ist mir alles zu viel Stress. Ich bin super zufrieden mit meinem allerersten Kinderwagen, den wir jetzt auch immer noch haben, mit Sportsitz natürlich. Das ist ein My Junior übrigens, aber der hat eine richtig große, tolle Babywanne und ich freue mich auch jetzt schon darauf, die ersten Monate, so lange, bis ich das Gefühl habe, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eng, die beiden zusammen da reinzulegen. Weil ich weiß noch, dass meine Tochter total unter, also es war voll gemütlich, wir haben die immer so voll schön gepolstert. Aber die war da, die hatte so viel Platz da drin und also wir haben jetzt alle möglichen Kombinationen, ich will ein Buggyboard haben, dann haben wir diesen Kinderwagen mit Sportsitz, mit Babywanne, also man kann dann ja variieren, aber Babywanne mit Buggyboard wäre eine Option, dann haben wir noch einen zusätzlichen kleinen Buggy, dann haben wir den Zwillingsbuggy, eine Trage und ich werde auch auf jeden Fall, da freue ich mich jetzt schon drauf, dass zu üben und vielleicht auch hier zu zeigen mit dir, die Babys zusammen im Tragetuch tragen. Das ist mir natürlich klar, dass das jetzt nicht so lange geht, weil irgendwann wird es für die beiden vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber wenn die so kleine Würmer sind, zwei gleichzeitig tragen, habe ich richtig Lust drauf und ja, der Papa trägt eins, ich trage eins und dann kann unsere Tochter laufen erstmal und auch in allen möglichen Buggys fahren. Also ich glaube, da wächst man so rein. Voll. Und wenn wir irgendwie, oder du auch, wenn ihr Ausflüge macht, dann ist der Papa mit dabei, dann kann man auch zwei Buggys schieben. Weil, also so schön. Man hat so einfach alle Möglichkeiten. Ja. Anstatt für, ungelogen, über 1000 Euro haben die Dreier-Buggys immer gekostet. Ne? Ich meine, klar, wenn man Drillinge im Bauch hat, dann macht man das. Wir sind schon bei über 20 Minuten. Vielleicht könnt ihr uns mal folgende Dinge in die Kommentare schreiben. Hat jemand von euch Zwillinge? Hat jemand von euch Zwillinge im Bekanntenkreis oder in der Familie und kann dir irgendwelche Tipps ans Herz legen und in die Kommentare schreiben? Produkte, die man auf jeden Fall haben sollte, wenn man Zwillinge hat. Wir haben zum Beispiel gesehen, was echt interessant ist, so ein Stillkissen für Zwillinge, was wie so eine Brezel aussieht, wenn man die auch so reinlegen kann. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Finde ich auch ganz cool, ja. Dann vielleicht Tipps, wie trägt man Zwillinge? Kann man Zwillinge in einem Tragetuch tragen? Gibt es eine bestimmte Technik? Gibt es Zwillingstragen? Wir haben mal eine gesehen, keine Ahnung, wie die Marke heißt. Ist aber mehr wie so ein Sack. So, ja, genau. Ganz komisch. Ja. Haben wir uns jetzt aber auch noch nicht so informiert. Ne? Nee. Vielleicht haben wir ja hier eine Trageberaterin in den Zuschauern. Dann melde dich mal bitte bei uns, das wäre richtig cool. Irgendwas, was ihr vielleicht gekauft habt, was ihr denkt, was totaler Schrott ist. Ja, was nicht stimmt. Braucht, ja. Was vielleicht überflüssig ist. Genau. Ja. Was könnt ihr der Tammy ans Herz legen? Also, ich glaube, ja. Ne? Eigentlich braucht man nichts. Ja, also natürlich braucht man Maxi-Cosi. Ja. Ne? Das ist so das Wichtigste, aber... Das wäre auch cool, wenn es ein Zwillings-Maxi-Cosi das ist würde, so, ne? Das wäre so geil. Ich wollte noch mal gucken, ob es es wirklich nicht gibt, aber ich habe mich schon... Wahrscheinlich unsicher. Also jeder das ist so, natürlich für... Ja, klar, als Autositz schon. Aber stell dir mal vor, wie praktisch das wäre, weil ich habe schon mal geguckt im Internet, ob es was gibt, Buggy. wo man die beiden Maxi-Cosis auf ein Gestell stellen kann. Und es gibt nur sowas wie ein...
wie so ein Rahmen, wo man die so reinklemmt quasi. Das sieht aber voll komisch und so unsicher. Ja, so labbrig aus. Mhm. Und ich habe mir aber voll oft gedacht, wie praktisch wäre das, wenn man sowas wie ein Maxi-Cosi hätte. Man könnte natürlich auch die Babywanne nehmen, aber was man dann vielleicht auch auf einen Einkaufswagen stellen kann oder auf einen Buggy klemmen kann, wo die beiden einfach angeschnallt nebeneinander drin liegen. Ja, stimmt. Also das müsste man mal erfinden, wenn es es nicht gibt. Auch, oder wir haben auch geguckt mal nach einem Zwillingsschwimmreifen, ne? Also ja, das auch wie eine Brezel aussehen müsste, wo man zwei Babys reinsetzen kann, weil sonst treiben die ja mal ab. Also da gibt es einige Marktlücken, was Zwillingsprodukte angeht, aber wir sind gespannt auf eure Kommentare und freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr so fleißig mitfiebert. Das macht richtig Bock. Ja, voll. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder. Ciao!